Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Mal geht es wieder um einen Gebrauchtwagentest oder lohnt sich der Kauf nach XY Jahren oder XY Kilometern. Und zwar mit einem auf den ersten Blick nicht erkennbaren Audi SQ7. Der Audi SQ7 ist nach dem V12 TDI, den Audi in die erste Generation des Q7 eingebaut hat, der wieder mal stärkste Dieselmotor, den man so kriegen konnte. Ein paar technische Details zum Fahrzeug gibt es jetzt in der Übersicht. Das Besondere am SQ7 war nicht, dass er von 2016 bis 2020 ausschließlich als Diesel angeboten wurde. Das kannte man bis dato schon vom SQ5. Sondern der elektrische Verdichter, also vereinfacht gesagt ein Turbolader, der nicht vom Abgasstrom, sondern elektrisch angetrieben wird. Damit ist der Drehzahl unabhängig und es entsteht kein typisches Turboloch. Der Motor ist ein VW EA 898 in verschiedensten Ausbaustufen. 2018 gab es eine etwa einjährige Pause, in der der Motor aufgrund neuer Abgasrichtlinien nicht verkauft werden durfte. Ab September 2019 gab es dann für ein Jahr die aktualisierte Version, die dann Ende 2020 zugunsten des VW EA 825, einem V8 TFSI, also Benzinmotor, eingestellt wurde. Der 4 Liter V8 Dieselmotor leistet in allen Versionen 320 kW, 435 PS und beschleunigt das SUV aus dem Stand in 4,8 Sekunden auf Tempo 100. Der 4 Liter V8 Benziner leistet 373 kW, 507 PS und schafft diesen Sprint in sogar nur 4,1 Sekunden. Zum Vergleich, ein Golf 7 R braucht laut Werksangabe 4,9 Sekunden, ein BMW F20 135i braucht ebenfalls 4,9 Sekunden und ein Mercedes-AMG A45 W176 braucht 4,2 Sekunden, um ein paar Hot Hatches zu nennen, die zu der Zeit des SQ7 aktuell waren. Zum Verbrauch des Benziners kann ich außer der Werksangabe von 11,9 bis 12,7 Liter auf 100 Kilometer leider nichts sagen, da ich nur Erfahrung mit dem Dieselmotor habe. Wir sollten uns aber alle einig sein, dass hier wahrscheinlich auch gut und gern mal 15 Liter stehen können. Technische Highlights neben dem elektrischen Verdichter waren das dafür notwendige 48 Volt Bordnetz, mittlerweile dank Hybridisierung in vielen Modellen Standard, aber damals noch eine echte Neuerung, um den elektrischen Lader anzutreiben. Und eine Wankstabilisierung, die ebenfalls mehr Power benötigte und vereinfacht gesagt Wankbewegungen bei sportlicher Fahrt durch aktive Steuerung der Stabilisatoren reduzierte. Wenn man jetzt allerdings das Vor-Facelift und das Facelift vergleicht, haben wir einen ganz großen Kritikpunkt. Denn die Qualität hat im Facelift sehr gelitten. Das Fahrzeug ist einfach liebloser geworden. Bei vielen Dingen ist es Meckern auf hohem Niveau. Aber viele Dinge sind auch einfach Kleinigkeiten, die den Preis des Fahrzeugs oder der Fahrzeuge generell nicht widerspiegeln. Schaut euch bei Gelegenheit mal eine Motorabdeckung im Golf 8 R an. Oder klopft mal im RS3 8Y auf eine Türpappe. Da entsteht der Eindruck, dass VW noch ein paar Teile vom Ab im Lager liegen hatte. Im SQ7 merkt man die schwindende Liebe fürs Detail zum Beispiel daran, dass im Vor-Facelift SQ7-Logos in die Sitze gestickt, auf dem Lenkrad angebracht und hier und da mal zu sehen waren. Im Facelift findet sich lediglich ein S, das auch aus einem anderen S-Modell stammen könnte. Das ist alles nicht wirklich schlimm. Aber wenn wir uns mal überlegen, dass so ein Fahrzeug in der Basis deutlich über 90.000 Euro gekostet hat und mit etwas Ausstattung waren Preise um die 110.000 Euro keine Seltenheit, dann ist das doch wirklich traurig. Wenn wir uns die Front vom SQ7 mal angucken, dann merken wir, dass Audi hier nicht unbedingt viel verändert hat. Das hier unten kriegt man so im S-Line-Paket im Prinzip auch alles. Also die wabenförmigen großen Lufterlässe hier mit dem kleinen ausgestellten Flaps hier an der Schürze. Vorne der Grill ist auch bei allen Modellen gleich. Das Einzige, was den SQ7 jetzt erkennbar als SQ7 markieren würde, wäre an der Front, hier ein SQ7-Schriftzug. Hat der Kunde hier aber nicht haben wollen, beziehungsweise hat ihn hier gegen den Quattro-Schriftzug austauschen lassen. Ist ein Kundenfahrzeug von mir. Der Kunde möchte nicht, dass erkennbar ist, dass es ein SQ7 ist. Nichtsdestotrotz fährt er einen. Kann jetzt jeder darüber denken, was er möchte. Hier am Auto verbaut, Schwarzpaket 2 bei Audi. Schwarze Ringe. Hier wären schwarze V8T-Embleme. Schwarze Spiegelkappen, beim S hier früher mal Chrom, heute einfach Metall-Bronze-Farben. Ne? Früher waren es echte Chromspiegel. Hier nicht, hier sind schwarze Spiegel. Audi-Ringe hinten, ebenfalls schwarz. Und jetzt schauen wir uns auch direkt das Heck noch einmal an. Ebenfalls im S-Line-Paket enthalten, also auch als Nicht-SQ7, der Dachkantenspoiler. Hier Audi-Schwarzpaket 2, man sieht die schwarzen Ringe. Was nicht enthalten ist, was ich relativ inkonsequent von Audi finde, das hier, das ist eigentlich Chrom. Das ist bei dem Kunden hier foliert worden. Das ist die Chromleiste in dem Kofferraumgriff und hier in den Rückleuchten auch. Hat er sich folieren lassen, finde ich sehr schick. Sieht man auch viel beim GLE oder bei der E-Klasse oder so. Alle Fahrzeuge, die so eine Chromleiste im Heckdeckel haben, machen viele. Ist jetzt nichts Besonderes. Und hier ebenfalls, was ich besonders finde,
Das sind schwarze Endrohrblenden. Dadurch erkennt man den SQ7. Es sind auch nur Blenden. Die eine hier, seht ihr, ist ja, einfach nur eine Blende. Die zweite, hier kommt auch wirklich was raus. Aber selbst beim Schwarzpaket 2 sind die in Chrom. Zumindest zum Zeitpunkt der Bestellung. Ist ein 2020er Auto, ja, also ein Jahr nach dem Facelift. Wir haben jetzt hier an dem Fahrzeug die Blenden getauscht. Man hätte sie pulvern können oder beschichten oder lackieren oder was auch immer. Es gibt die aber auch original von Audi in Schwarz im Zubehör. Haben wir hier gemacht. Kostenpunkt 490 Euro. Kann man sich dann überlegen, ob es einem das wert ist oder nicht. Hier haben wir es auf jeden Fall gemacht. So viel erstmal zum Exterieur des SQ7 oder grundsätzlich des Q7 Facelift. Was ich immer ganz schön finde, sind die animierten Rückleuchten oder die Begrüßungsanimation vorn und hinten. Sehr modern, sehr schöne Spielerei. Für ein Auto aus 2019 ursprünglich wirklich sehr, sehr schön. Gibt es ja schon beim A6 und beim A7. Die sind, glaube ich, auch aus 2018, 2019 die Modelle. Also man kennt es schon etwas länger von Audi. Wenn wir jetzt einen Blick ins Interieur des Autos werfen, sehen wir hier, ganz leicht ist schon an, eine ambiente Beleuchtung, schön indirekt hier. Das Quattro-Logo ist auch beleuchtet. Hier geht sie weiter, läuft hier an den Seitenwangen nochmal längs und in den Türen auch. Man sieht es jetzt hier einmal. Finde ich sehr schön umgesetzt, ist zweifarbig einsetzbar. Ich hatte mal damals bei meiner Zeit bei Rosier einen Testwagen, einen Q8. Da hatte ich das hier oben in Blau und hier unten in Türkis. Sehr, sehr schön, gefällt mir sehr, sehr gut. Ansonsten haben wir die beiden bekannten Doppeldisplays hier von Audi. Kennen wir auch aus dem A6 schon. Hier oben das Display für Navigation, Radio, Infotainment. Unten für Komfortfunktionen oder zum Beispiel Start-Stopp-Automatik, Head-Up-Display, Klima oder für Eingaben fürs Navi. Kennen wir alles, alles nichts wirklich Neues. Und hier das große Virtual Cockpit von Audi, jetzt auch nicht wirklich neu, einfach nur im neuen Design. Finde ich auch sehr schön mit der großen Kartendarstellung von Google. Handy kann man sich ja alles einblenden lassen, Fahrdaten. Finde ich auch tatsächlich, dass Audi das mit Abstand beste Virtual Cockpit hat oder digitale Kombi-Instrument, heißt ja nur bei Audi Virtual Cockpit, weil es einfach am vielfältigsten ist und diese Individualität wirklich ausspielt. Bei BMW, Mercedes, VW ist das alles irgendwie nicht so richtig, ja, durchdacht will ich nicht sagen, ist mit Sicherheit durchdacht. Bei BMW sieht es auch cool aus mit diesen beiden Leisten, die da hochlaufen. Aber bei Audi alleine schon durch diese View-Taste, dass man sich hier die Rundinstrumente groß und klein stellen kann, die vielen verschiedenen Ansichten, die man hat. Mir gefällt es herstellerübergreifend bei Audi am besten, das Virtual Cockpit. Ansonsten haben wir hier sehr viel Platz. Head-Up-Displays mit an Bord, rahmenloser Innenspiegel, das Audi Sportlenkrad. Hier leider nicht abgeflacht, gab es zum Zeitpunkt der Bestellung nicht, sagte der Kunde mir, gibt es mittlerweile aber wieder. Kann man sich aber gerne, ja, auch von halten, was man will. Es gibt ja auch viele Kunden, die das nicht mögen. Ansonsten kann man zum SQ7 oder generell zum Q7 nur sagen, dass er ein wirklich wunderbares Reiseauto ist. Dank der Wankstabilisierung, man hat wunderbar viel Platz, langer Radstand, ordentlich Power auch mit dem V8 Diesel, sodass man sich da gar nicht verstecken muss. Hinten im Fond hat man Platz, ordentlicher Kofferraum. Die Rücksitze kann man verstellen nach vorne und hinten. Ganz umklappend, große Panoramadach, also Raumgefühl ist in dem Auto wirklich fantastisch. Bei einem der letzten Videos hat mir jemand von euch drunter geschrieben, dass es gar nicht notwendig ist, dass ich mit dem Auto fahren muss, um es euch vorzustellen. Und das ist natürlich auch richtig. Ich kann euch das Fahrgefühl einfach gar nicht genau vermitteln, weil es so besonders ist in dem Auto. Die Mischung aus Kraft und trotzdem des Gewichts. Ihr müsst mir jetzt einfach mal glauben, wenn ich euch sage, der fährt sich wirklich gut. Auf Langstrecken fährt er sich super, der lange Radstand, die elektronischen Helferlein. Auf der anderen Seite, wenn du mal aufs Gas drückst, dann merkst du auch, dass der nach vorne geht. Die virtuelle Tachonadel springt auch echt nach oben. Ne? Wir haben über die Beschleunigungszeiten gesprochen und das hier ist der Diesel. Der Benziner ist ja noch mal fast eine Sekunde schneller. Also der geht schon gut nach vorne, aber du merkst nicht so richtig, wie schnell du eigentlich bist. Und das finde ich schade. Wie sieht es technisch aus? Wir stellen uns ja die Frage, lohnt sich so ein Auto auch gebraucht? Dieses Fahrzeug hat in 3 Jahren knapp 60.000 Kilometer gelaufen, wurde aufgrund des Leasings immer fristgerecht bei Audi gewartet und hat bis dato keine Probleme gemacht. Der Motor läuft sauber und rund, nur das Radiodisplay ist mal ausgefallen und hier wurde auf Garantie ein neuer Rechner eingesetzt. Diese Probleme häufen sich allerdings im Moment bei vielen Herstellern. Ich denke, dass viele hier einfach zu viel wollen. Muss ein Auto ein fahrender Rechner sein? Und wie lange kann so ein System in einer immer schnelleren Entwicklung up-to-date bleiben? Aber das ist ein anderes Thema. Der aktuell günstigste SQ7 kostet bei Mobile in Deutschland mit einer Laufleistung von 228.500 Kilometer rund 30.999 Euro. Das Fahrzeug mit der höchsten Laufleistung von 368.521 Kilometern steht in Düsseldorf und kostet 32.999 Euro. Modelle zwischen 90 und 100.000 Kilometern liegen irgendwo zwischen 44 und 48.000 Euro. Was haltet ihr davon? Würdet ihr ein Modell mit der Laufleistung und zu dem Preis kaufen?
Am Ende des Tages muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, ob er ein SUV fahren möchte oder nicht. Ich bin auch hier wirklich nicht an der Stelle, irgendwem was zu verbieten, irgendwen zu kritisieren. Ich kann sagen, mein persönlicher Fall wäre es nicht, hat aber tatsächlich weniger mit dem schlechten Image von SUVs zu tun, sondern mehr damit, dass dieses Auto aus meiner Sicht einfach keinen guten Spagat zwischen Sportwagen und Komfort hinbekommt. Man hat hier wirklich ein sehr schnelles SUV, was auch wirklich gut nach vorne beschleunigt, haben wir eben schon darüber besprochen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein SUV. Du merkst diese Geschwindigkeit nicht. Du merkst die Beschleunigung nicht. Du merkst einfach, dass du ein schweres Auto fährst, das flott ist. Ja, aber du wirst jetzt nicht so in den Sitz gepresst oder so. Und das sind einfach Sachen, die mir persönlich nicht gefallen. Ja, das heißt nicht, dass das ein schlechtes Auto ist, keinesfalls. Mir persönlich gefällt es einfach nicht. Und ich möchte, wie gesagt, auch keinem irgendwie verbieten, SUV zu fahren oder Fahrrad zu fahren oder Elektro zu fahren oder was weiß ich. Das ist mir egal. Ich möchte hier einfach grundsätzlich mal über das Auto sprechen, weil ich die Möglichkeit hatte, das einmal zu übernehmen und ein kleines Video drüber zu machen. Ich bin mir sicher, viele von euch interessieren sich für das Auto, sonst würden sie das Video nicht schauen. Und ich möchte damit einfach eine kleine Hilfestellung geben. So, also alles in allem, wir haben über die Preise gesprochen, wir haben über die Probleme besprochen, wir haben besprochen, was das Auto so bietet. Am Ende des Tages bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, Tag, Abend, Wochenende, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.